Hesekiel 47, 12. An dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, diese Predigt war meine letzte Predigt vor der Corona-Zeit. Und es war die Predigt in dem Vorstellungsgottesdienst unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden. Toll haben Sie da mitgemacht und vorbereitet. Ich habe mir überlegt, ich möchte diese Predigt noch einmal einspielen. Vielleicht möchte der eine oder andere von euch sich diese Predigt noch einmal anhören. Der wundervolle Vers aus dem Hesekiel, er spricht von einem Strom und von Bäumen, die jeden Monat Früchte tragen. Da ist von einem guten und heilen Leben die Rede. Uns kommt das Wort Paradies in den Sinn, wenn wir dieses Wort von Hesekiel hören. Nun sagt Hesekiel es an sein Volk, ein Volk, das alles verloren hat, seine Heimat, seinen Tempel, sein Leben. Man möchte sagen, nichts ist gut in Israel. Aber Hesekiel sagt, Gott will euch eine gute Zukunft schenken. Er sagt euch ein Leben zu, das erfüllt und voller Heil ist. Auch wir kennen wundervolle Orte. Vielleicht ist es das Urlaubsparadies für uns, vielleicht auch mittlerweile der Ort, wo wir zu Hause sind. Orte, an denen wir einfach wir sein können und das Leben als ein Geschenk genießen dürfen. Aber wir kennen die Welt, in der wir leben, auch anders. Wir kennen sie eben auch als einen Ort der Zerstörung, als einen Ort des Unheils, der Krankheit, einen Ort, der beschädigt ist. Stellt sich uns die Frage, ist es möglich, dass der Schaden so groß ist, dass diese Welt als Ganzes nicht mehr zu retten ist? Dass sie kein paradiesischer Ort mehr sein kann, kein Garten mehr ist, sondern zur Wüste wird? Ich habe euch von Toni erzählt. Toni, der in Australien aufgewachsen ist, von einer wundervollen Natur umgeben. Und er liebt den Wald und die Natur. Aber er erlebt auch, wie Bulldozer diesen Wald vor seiner Haustüre und aus seiner Umgebung wegschieben. Wie das verschwindet, was ihm so gefällt. Und auch noch etwas anderes erfährt er, als er klein ist. Er hört davon, dass es in Afrika Menschen und Kinder gibt, die leiden. Die leiden unter großem Hunger. Nicht, dass er diese beiden Dinge in seinem Kopf schon in Verbindung bringt, als er noch klein war. Aber in seiner kindlichen Einfalt spricht er ein Gebet. Er sagt, Gott, gebrauche mich, dass den Menschen in Not geholfen wird. Was sich später dann in seinem Leben entwickelt hat, ist ein Wunder. Mit einer Missionsgesellschaft geht er nach Afrika. Er betreibt ein Wiederaufforstungsprogramm. Vielleicht sagen Sie sich, davon habe ich doch schon einmal gehört oder gelesen. Das wäre kein Wunder, denn Toni Rinaudo wurde 2018 mit dem alternativen Nobelpreis geehrt. Aber es war nicht das Aufforstungsprogramm, das so gut ankam. Es war etwas anderes. Was wie ein Wunder wirkt, erinnert uns an diesen Vers. Dort, wo Zerstörung und Hoffnungslosigkeit war, entstand neues Leben. Und Menschen konnten wieder gesund werden. Neue Hoffnung hat sie erfüllt. Ja, neue Zuversicht, neues Selbstbewusstsein. Darum möchte ich euch, liebe Konfis, dieses Gebet auch ans Herz legen. Und Ihnen auch, liebe Gemeinde, egal wie alt ihr seid. Gebrauche mich zum Guten in dieser Welt. Ich weiß, dass mit diesem Gebet eben noch nicht alles einfach gut ist. So ging es dem Toni in Afrika ja auch. Der hat tausende Bäume gepflanzt und alle haben gedacht, das ist richtig. Und er musste feststellen, es war kein Erfolg da, weil die Bäume vertrockneten und sich niemand um diese Bäume kümmern wollte. Das war extra Arbeit und die hat nichts gebracht. Er wollte aber nicht aufgeben und so hat er weiter gebetet. Gott, öffne mir die Augen für das Gute, das du mir schenken willst, das du uns schenkst. In seinem Buch beschreibt er, wie er mit der Verzweiflung ringt und wie er mit einem Mal nach diesem Gebet entdeckt, dass es noch lebende Baumwurzeln zu Hunderttausenden dort gibt, wo Steppe ist und Wüste. Damit waren die Probleme auch noch nicht gelöst. Aber was er entdeckte, war großartig, auch wenn es noch keiner machen wollte. Nicht, weil die Bauern etwa böse oder dumm waren. Nein, man hatte es ihnen anders beigebracht.
Als die Missionare kamen, da haben sie ihnen es so erzählt, ein guter Bauer hat ein sauberes Feld. Da stehen keine Bäume mehr drauf, damit die Feldfrüchte genug Sonne und Wasser bekommen. Also haben die Bauern dort in Afrika nicht auf den Toni gehört. Ohnehin brachten ihre Felder jedes Jahr weniger ein. Sie hielten ihn für so eine Art Spinner, eine Art Baumspinner. Und wie hat er es dann doch geschafft? Weil er mit ihnen gesprochen hat und weil sie gespürt haben, dass er sie wertschätzt und achtet. Einige haben sich deshalb um seinetwillen auf das Experiment eingelassen. Und das brachte Erfolge. Und die anderen haben es dann nachgemacht. Natürlich, auch damit war noch nicht alles geschafft. Es mussten noch Gesetze geändert werden, damit es für die Bauern auch Sinn machte, sich um die Bäume zu kümmern. Wer es zum Guten verändern will, der darf die Menschen nicht ächten. Er muss sie achten, damit sie spüren und erfahren, hier ist ein Mensch, dessen Herz für uns schlägt. Ich finde, das ist auch unter uns so. Der Weg zu so einer Welt, in der Menschen gut leben können, ist ein Weg, der auch Arbeit macht und Einsatz von uns fordert. Es ist eine Arbeit an uns selbst und eine Arbeit für, mit und an anderen Menschen. Das Beste aber kommt zum Schluss. Das eigentlich Unlösbare, das, was allen Einsatz als vergeblich und hoffnungslos erschienen ließ, das hat Gott schon vorher gelöst. Dafür brauchen wir vor allem eines, offene Augen. Und auch darum dürfen wir und können wir unseren Gott bitten. Amen.